Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, von mir besser gesagt. Es ist gerade mitten in der Nacht und ich habe mir gedacht, es wird Zeit für ein kleines Labervideo. Dann habe ich mir gedacht, es gibt einige Themen, wo ich teilweise darüber nachdenke und wo ich ganz gerne irgendwas zu sagen würde. Und da habe ich mir gedacht, komm, setze dich hin, machst du ein neues Format draus. Und ja, habe ich mir gedacht, ich könnte mich natürlich für irgendeine Kamera setzen oder so. Aber wir heißen immerhin Multiplayer. Und das bedeutet, wir sind ein Game-Kanal. Das bedeutet, ich habe mir überlegt, was könnte ich denn vom Spiel nehmen, was dazu passen würde, einfach zu labern. Also irgendwie sich vor ein Spiel zu setzen, irgendein ruhiges, mal einfach in Ruhe über irgendein Thema quatschen kann. Und habe ich mir gedacht, nimmst du doch den Eurotruck-Simulator. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was spannend ist zuzugucken. Das bedeutet, wenn ich dieses Video hier gucken würde, würde ich wahrscheinlich auch einfach das Video irgendwo nebenbei laufen haben und halt zuhören und überhaupt nicht auf das Spiel achten. Aber ich dachte, das ist halt so ein bisschen cool. Das ist halt so, als würden wir hier nebeneinander im LKW sitzen und uns über irgendwas unterhalten, weißt du. Ja, genau. Womit ich gerne anfangen würde, mit welchem Thema. Moment, ich bin abgelenkt. Post. Wo geht nochmal? Nein, das war der Scheibenwischer. Egal, die Post interessiert mich jetzt nicht. Wo ich tatsächlich ganz gerne als erstes drüber reden würde, ist YouTube. Das jetzige YouTube Deutschland. Ich weiß, das ist ein Thema, das ganz schön ausgelutscht ist, wo irgendwie jeder drüber labert und mir geht's auch total auf dem Keks, ja. Es redet einfach überall, jedenfalls bei Mr. Trashpack, wirklich, also in den Videos redet er halt darüber, LeFloid, die ganzen, also überall über solche Sachen berichten, ja. Reden halt darüber, YouTube Deutschland ist so kacke, geht den Bach runter. Aber was ich auch gehört habe, ja, die Leute sind vom Fernsehen weggegangen, weil es die nicht interessiert hat und haben deshalb nur noch YouTube geschaut. Und jetzt gibt es wieder Leute, die anfangen und bringen genau das, was nicht mehr geschaut werden wollte und deshalb kein Fernsehen mehr geschaut wurde. Und genau sowas würde jetzt eben wieder auf YouTube gebracht werden. Es ist einerseits, ist es so wirklich, sehe ich auch so, dieser Content da, der da gebracht wird teilweise von einigen, vor allem in den Trends eben, diese Pranks und die ganze andere Scheiße. Das ist etwas, das hat schon irgendwie ein bisschen den Flair, sag ich jetzt mal, vom Fernsehen, von RTL oder keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das geht mir einfach total am Arsch vorbei. Also ich weiß auch nicht, ich schaue mir diese Videos eben einfach nicht an. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann schaue ich das eben nicht. Ja? Also wenn da irgendwie wieder zwei Vollvögel Beef haben oder so und ich mich darüber aufrege, dann klicke ich eben auf kein Video, was damit zu tun hat und dann wird mir das auch nicht vorgeschlagen und fertig. Ja? Es wird einfach viel zu viel Radau darum gemacht. Stellt euch mal vor, es streiten sich zwei und laden immer abwechselnd so Videos hoch. Der hat das und das gesagt, hört euch mal die Sprachnachricht hier an. Heul, heul. Und das interessiert einfach keine Sau, keiner schaut sich das an, ja. Dann gäbe es sowas einfach nicht. Dann würde sich das für die einfach nicht lohnen, ja.
Und die merken, es interessiert keinen, warum sollte ich das dann bringen? Und wenn jeder so denken oder jeder sich diesen Quatsch einfach nicht mehr anschaut oder überhaupt da draufklickt, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt nach vorne. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn ihr irgendwie seht, von irgendwem, den ihr nicht leiden könnt, der hat irgendwie wieder so eine Scheiße hochgeladen, Bombenprank, bla bla, keine Ahnung, das weiß ich. Dann geht nicht da drauf, gibt ein Dislike und schreibt irgendwie einen negativen Kommentar darunter, sondern ignoriert das einfach. Schreibt einfach nichts, schaut euch das nicht an und befasst euch nicht damit. Es wird einfach viel zu viel auf, das erregt einfach viel zu viel Aufmerksamkeit. Das, was da jetzt war, ich sage jetzt keine Namen, weil dann würde ich jetzt wieder genau dasselbe machen und darüber reden. Das, was da jetzt momentan wieder aktuell ist. Die Leute, die kannte ich vorher nicht. Ich habe noch nie von denen gehört, ja. Und dann plötzlich kommt da sowas. Und dann haben die da massenweise, kommen Leute, die das mitbekommen, dass da wieder irgendwas ist. Und, schauen sich das dann an und die bekommen massenweise Aufmerksamkeit. Das sind Leute, von denen habe ich vorher nie gehört. Und das finde ich, also man sollte da zum einen nicht mehr drüber berichten. Hier so Leute wie Mr. Trashpack zum Beispiel. Ich meine, das ist natürlich seine Aufgabe. Aber trotzdem, finde ich, sollte man dem keine Aufmerksamkeit schenken, dem Ganzen. Und was ich auch noch sagen würde, ist, wenn man den Content, der hochgeladen wird, nicht mag, dann sollte man eben ein bisschen in den Tiefen von YouTube kramen, ganz tief in die YouTube-Kiste greifen und nach den Sachen, die einen interessieren, suchen. Das heißt, keine Ahnung, wenn mich jetzt Mod-Vorstellungen interessieren, beispielsweise, dann muss man eben auf YouTube gehen und in die Suche Mod-Vorstellung eingeben und nicht einfach immer nur auf die Trends gehen. Alter, was ein Arschloch. Kann der nicht mal langsamer fahren hier? So, jetzt aber. Und vor allem sollte man auch nicht ausschließlich auf die Abonnentenzahl achten. Also man sollte nicht, wenn man auf einen Kanal kommt und sich den anschaut und man sieht, der hat nur 500 Abonnenten, nee, den abonniere ich jetzt nicht, nee, das gefällt mir nicht mehr. Aber der macht eigentlich so gute Videos, und dann sollte einem das egal sein und man sollte das trotzdem abonnieren, ja. Und man sollte auch keine Leute, irgendwie auf den Kanal gehen und sehen, oh was, der hat 1 Million Abonnenten und ich habe ihn noch nicht abonniert, aber eigentlich sind die Videos ja scheiße, die der macht. Erstmal abonnieren, weil der 1 Million Abonnenten hat. Das ist auch ein falsches Denken, also so wird das auch nichts. Das bedeutet, sucht nach dem Content, den ihr mögt. Und abonniert wirklich nur Kanäle, die ihr auch gut findet. Abonniert keine Kanäle, um irgendwie um einfach nur mal einen Daumen nach unten da lassen zu können. Oder so, oder einen schlechten Kommentar schreiben. Das bringt's einfach nicht. Das hat einfach keinen Nutzen. Also, habt ihr nichts von, außer Arbeit. Und ja. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die man, wenn einem das nicht gefällt, was im Moment Sache ist, was da so gebracht wird, dann sollte man das auf jeden Fall befolgen. Ach du Scheiße. Wieder weg, Alter. Boah, wow, Alter. Unfall verursacht. Ja. Jeder sagt halt ja, YouTube Deutschland ist voll scheiße. Aber ich finde auch, das stimmt überhaupt nicht. Es ist eben, es ist wie ich eben schon gesagt habe, die Trends, denen viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Ich zum Beispiel, ich habe so viele kleine Kanäle abonniert, so hauptsächlich Musikkanäle tatsächlich. Ich schaue gar nicht mehr so viel, so das, was so aktiv ist, was so die anderen Leute so hauptsächlich schauen, sondern ich schaue hauptsächlich so, beziehungsweise ich höre eher Musikkanäle, die coole Musik bringen. Und dadurch wird mir eben auch auf der Startseite immer nur Zeugs angezeigt, was mich auch, also hauptsächlich jedenfalls, manchmal sind auch Ausnahmen dabei, was mich interessiert, weil das hängt eben davon ab, auf was ihr draufklickt. Sobald ich dann irgendwie ein Video von, Alter, der hat gerade rechts überholt, okay, ich fahre aber auch auf der linken Spur, ich wollte eigentlich rechts rüber. Trotzdem, der hat rechts überholt, finde ich nicht okay. Dann geht das eigentlich noch. Moment, weiß ich, bin erst eine Viertelstunde gefahren. Anderthalb Stunden soll das gehen, die Fahrt hier, glaube ich. Also keine echten anderthalb Stunden mehr, logischerweise. Okay, das ist relativ weit. Ich hätte vielleicht was Kürzeres nehmen sollen. Ich habe auch nur noch relativ wenige Let's Player abonniert tatsächlich. Weil mich das irgendwie, keine Ahnung, ich habe zu wenig Zeit für Let's Plays, jetzt die gehen immer so lange. Also nicht immer, aber es gibt halt, gehen halt so mindestens mal 20 Minuten oder 15, aber meistens 20. Da habe ich zum einen keine Zeit für. Zum anderen finde ich das auch nicht mehr wirklich unterhaltsam, ehrlich gesagt. Mich noch interessiert ist auf jeden Fall Pizmi, die finde ich super, die Jungs. Es macht echt Bock, da zuzuschauen. Und ja, Zombay gucke ich ab und zu mal rein. Vor allem wenn er so Spiele wie Cluster Truck zum Beispiel bringt, das finde ich voll interessant. Ja, dann gibt es noch so ein paar Kanäle, die ich schon ewig abonniert habe und immer noch ab und zu gucke, wie zum Beispiel Bullshit TV. Auch wenn ich ehrlich gesagt finde, dass das in letzter Zeit ein bisschen abnimmt. Also die Qualität bei denen. Ich weiß auch nicht. Fand die früher echt cool. Diese 10 Arten Videos oder so. Aber die finde ich, ich fand früher ernsthaft die 10 Arten Videos von Bibi's Beauty Palace unterhaltsam und hat mir die tatsächlich gegeben. Kann ich heute immer noch nicht, ja, keine Ahnung, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wieso? Was war, ich weiß nicht. Ich finde die einfach nur noch schrecklich, wenn ich mir die jetzt nochmal anschaue. Man verändert sich halt, wenn man älter wird. Ich bin ja schon auf YouTube aktiv am Schauen seit 2012. Seitdem gibt es ja auch diesen Kanal hier. Der erste Kanal, den ich tatsächlich abonniert habe, das weiß ich noch, das ist Mr. Minecrafter gewesen. Der macht inzwischen leider keine Videos mehr. Und der hat auch nur so 2.000, 3.000 Abonnenten, glaube ich, gehabt. Aber den fand ich voll cool. Der hat so Comment-Blocks-Videos gemacht. Und das fand ich immer voll interessant. Wobei ich Minecraft auch nicht mehr wirklich anschaue und auch nicht mehr so viel spiele. Ich muss jetzt langsam mal hier rechts auf die rechte Spur. Oh. Erster Aufenthalt in Bremen, yay. Also ich kann ja nochmal, da ich ja gleich da bin, an meinem Zielort, weil ich dann nämlich auch das Video beenden werde, wenn ich da bin. Also ich würde sagen, es geht dann immer so eine Fahrt und rede dann in der
auf dieser Fahrt eben über ein Thema. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig ich das mache, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Bock ich habe. Ja, wie gesagt, Fazit, wenn euch das stört, was auf YouTube Deutschland im Moment hier hochgeladen wird und so, dann ändert das einfach, weil die Zuschauer können bestimmen, was auf YouTube gerade populär wird und was geschaut wird und dadurch auch was hochgeladen wird. Hä? Lol, ich hätte hier links irgendwo hingemusst. Oh. Piep, piep. Ja. So, kann ich bitte Gas geben? Danke. Und einmal auf den Parkplatz drauf. Und einmal rechts rum. Alles klar. Das Einparken, das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gescheit hinbekommen. Levelaufstieg. Yay! Machen wir doch mal hochwertige Fracht hoch. So, ja, falls euch das interessiert, das für dich. Nein, man kann, für die das Spiel nicht kennen, man kann sich hier es gibt unterschiedliche Bilder und da kann man sich eins von auswählen. Das bin nicht ich, aber das kam von diesem Bild dann noch am nahesten an mich ran. Ja, das ist meine Firma, Transmultiplayer, und habe gerade ein neues Spiel angefangen, weil mein Spielstand, den ich irgendwann mal hatte, der ist leider auf meinem alten Laptop gewesen, der im Eimer ist. Deshalb passt das ja auch tatsächlich ganz gut, denn dann konnte ich jetzt nochmal von vorne anfangen und dann kann ich immer, wenn ich gerade Bock habe, eine Fahrt machen und dabei über irgendein Thema reden, wie ich das gerade gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr über irgendein Thema hören wollt, oder ihr mehr über dieses Thema hören wollt, wo ich nochmal irgendwo genauer drauf eingehen soll, oder wenn ihr neue Themenvorschläge habt, worüber ich doch bitte einmal quatschen soll, dann könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.